Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Farming Valley. Und wir stehen vor einem, ja, Tomatenfeld in seiner vollen Blüte. Das hat jetzt auch ein paar Tage gedauert, bis das endlich soweit war. Denn wir wollen hier noch rausfinden, was bringen uns eigentlich die Tomaten? Ist das einträglich oder nicht? Deswegen ernten wir die Biester jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie lange es dann dauert, bis die wieder tragen. Das ist auch eine gute Frage. Ah, wir haben ja 200 Gold investiert für diese Saaten. Kommen logischerweise aus den neuen Feldern auch neuen Tomaten raus und packen die jetzt gleich mal hier in unsere tolle Kiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt dann so sich im Geldbeutel tut. Ich möchte jetzt in dieser Folge so vorgehen, dass ich hier ein paar Schnitte reinlege, einfach weil ich davon ausgehe oder ich bin mir sicher, es ist nur wirklich nicht spannend zu gucken, wie ich hier jeden Tag nur Felder bewässere und mich dann ins Bett lege. Gibt bestimmt aufregendere Sachen auf der Welt. Und wir möchten ja auch jetzt ein bisschen weiterkommen hier und das nächste Haus muss gebaut werden, nämlich die Poultry Farm möchte ich bauen. Oder die Animal Farm ist ja egal, aber ich glaube, Poultry Farm sagen die immer, soll ich machen. Und das werden wir auch in Angriff nehmen, denn das soll in der heutigen Folge auf jeden Fall passieren. Das habe ich mir fest vorgenommen, denn wir möchten ja wieder Julif ein bisschen beschäftigen. Ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen, auch hier mein Haus ist plötzlich begehbar für alle Menschen. Das ist soweit fertig. Okay, es fehlen noch so ein paar Knöpfchen als Deko und was weiß ich nicht alles. Aber da bin ich ja nicht so perfekt, also muss ich da mich wieder hochstecken. Und Fenster sind auch noch nicht überall drin. Ich habe jetzt hier, es sieht zwar immer so ein bisschen aus wie Gitter, aber ich habe mich gegen Glas entschieden, sondern habe jetzt hier mal so diese Gitterfenster reingemacht. Die kann man wenigstens auch aufmachen. Was man mit Glasfenstern nicht kann, ist also schon ein Fortschritt. Ja, hier unten experimentiere ich so ein bisschen mit so einer gewissen Art von Deko. Das sind ja hier diese Raspberry-Büsche. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt nach oben ausbreiten, weil hier nach oben können sie eigentlich nicht, denn da ist ja die Falltür drüber. Und so möchte ich, dass die so ein bisschen davor machen, so als kleinen hübschen Aspekt, den die anderen Häuser nicht haben. Ich will ja auch irgendwas Eigenes machen und nicht nur Häuser kopieren. Ja, hier drinnen ist es unspektakulär, man weiß auch nie, was man so Spektakuläres in Häuser reinbauen soll. Ja, mein Ordnungssystem. Der erste Stock, wo das Bett mal stehen soll, was man wahrscheinlich nie benutzen wird. Ja, hier oben habe ich jetzt eine kleine Empore quasi hingebaut. Hat den Hintergrund, wenn man hier drauf macht, soll man bis nach unten in die Kiste greifen können, ohne hin und her zu latschen. Ist also sehr praktisch. Und weil mir einfach die Decke hier zu hoch war, habe ich hier auch nochmal so einen kleinen Dachboden abgehängt oder wie man den nennen soll. Ja, stelle ich vielleicht hier so zwei Kisten hin, vielleicht für die Schätze oder irgendwie sowas in der Art. Aber ansonsten ist es halt einfach nur, weil es hübsch aussieht. So, jetzt gehen wir wieder runter. Und werden mal hier so, oh, 10 Uhr, da kann man auch sich mal ins Bett legen, oder? Ja, kann man machen, ne? So, zuallererst müssen natürlich die Tomatenpflanzen wieder nachgegossen werden. Und wir gucken, 752 ist die magische Zahl. Das ist schon mal schön. Ja, 752. Ja. Das waren dann jetzt 540 Gold, die wir bekommen haben, sprich 340 haben wir als Einnahme, die wir hier verbuchen können. Ja, ich bin halt so doch. Man merkt, dass ich vielleicht mal Kaufmann gelernt habe. Könnte durchaus sein, ne? Da muss sowas genau festgehalten werden. Ich schreibe mir nämlich auch die Werte hier auf. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich das Richtige anbaue. Natürlich, bis ich 3000 habe, wird das jetzt noch eine Weile dauern. Ich habe allerdings schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe nämlich geangelt, wie blöd. Werde da jetzt auch mal ein bisschen Fisch in die Kiste schmeißen, was der dann nochmal was bringt. Und dann gehe ich mir wieder neues Saatgut kaufen, denn wir haben ja noch 15 Tage Frühling. Die will ich ausnutzen mit noch irgendeiner Frühlingssaat. Das können wir ja noch gemeinsam machen, aber sagt die Uhr, wir haben Dienstag 7 Uhr. Ach nee, wir können noch gar nicht einkaufen. Okay, dann kaufe ich ohne euch ein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich ja wahrscheinlich schon wieder geterraformt habe, denn ich weiß ja nicht, wie groß das wird, was wir bauen. Und.
Also bis gleich. Nicht in der nächsten Folge. Quatsch, bis gleich. Ist ja nur ein Cut. So, ihr müsstet jetzt nur einmal mit den Augenlidern schlagen. Ich ein paar Mal mehr, denn ihr seht vielleicht links oben Sommer 29. Ja, der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, aber das macht nichts, denn ich habe genug Geld bzw. Gold. Das seht ihr jetzt aber nicht mehr, das habe ich nämlich schon ausgegeben. Aber ich habe einen Blueprint. Ja, und zum Glück tragen diese Pflanzen hier mehrfach Früchte. Es dauert dann also nicht immer die vollen 10 Tage, sondern einmal 10 Tage, bis sie voll entwickelt sind. Und dann habe ich nicht mitgezählt, ich glaube 3 oder 4. Und dann bekommt man natürlich wesentlich mehr raus, denn ich wäre sonst hier locker im Herbst schon gelandet. So ging die ganze Sache ein bisschen schneller. Gut, ich habe auch noch zusätzlich ein bisschen geangelt, also noch habe ich nicht so wirklich den Königsweg gefunden mit viel Kohle. Das macht aber auch nichts. Denn durch das ständige Schlafen können, ist es natürlich nicht so dramatisch. Ja, gekauft habe ich mir die Poultry Farm, also den, ja, die Eier. So sieht das Ding aus. Da liegt schon wieder Dreck rum. Warum liegt da Dreck? Ich mit der Hand abbauen? Ja. Ja, das passiert hier manchmal so, dass hier aus dem Nichts irgendwie kleine Äste oder hier diese Small Rocks rumliegen und einem den Weg versperren. Macht nichts. Nicht so schlimm. Hier stehen zwei Erdklötze rum und die stehen da, weil ich hier schon mal geguckt habe, wo ich diese Eiergeschichte hinbaue. Ich möchte ja hier in meinem Stadtzentrum dann auch eher das Handwerk oder so ansiedeln, wenn das noch kommt. Und deswegen kommt sowas wie Tierfarm oder auch hier jetzt die Eier ein bisschen nach außen. Und da habe ich mir aber auch gedacht, zu weit weg will ich es nicht haben. Ich wollte jetzt auch nicht da hinten die ganze Ebene hochheben, was ich wahrscheinlich früher oder später tun werden müsse, müssen, nein, tun werden müsse, nein, tun werden muss, so. Aber hier kommt die jetzt hin. Ja, deswegen stehen auch diese zwei Erdklumpen. Als hätten sie da einen Sinn. Ja, so sieht das ganze Gerät dann aus. Bisschen unspektakulär, aber das ist jetzt natürlich auch nur für Hühnerzucht. Und ich würde sagen, wir lassen einfach mal den guten Julef machen. Da kommt er schon wieder angerannt und wie auch das letzte Mal schon, gucken wir ihm einfach zu. Sag mal. Nicht mir beim Erdklumpen bauen. So. Ja, ich komme auch langsam bedrohlich nahe hier in Richtung des Waldes. Und Wald ist hier ja ein bisschen schlecht, weil da hin und wieder mal ein roter Punkt auf meiner Minimap mir sagt, dass da ein Monster rumschleicht, weil es zu dunkel ist. Einen Wald auszuleuchten, das ist auch, hört sich immer einfacher an, als es ist. Das ist nämlich ziemlich ätzend. Vielleicht muss auch dieser Wald weichen. Ich weiß es noch nicht so genau. Ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, was wir noch an Gebäuden dazu bekommen und wie groß die so sind. Ja, war jetzt der General Store das größte von der Fläche her? Achso, den sieht man jetzt gar nicht. Fledermaus? Kommst du denn her? Ja, oder geht es vielleicht auch noch größer oder bleiben die alle so in dieser Größe, wie jetzt hier dieser Hühnerstall? Den da unten unser guter Julef gerade wieder wunderbar vorbereitet. Ich denke jedenfalls, dass es ein Hühnerstall ist, ganz ehrlich. So vom Aussehen her. Ich habe Poultry immer noch nicht übersetzt. Sollte ich vielleicht mal tun. Na, wir gucken einfach mal, was er da macht. Diesmal baut er ja nicht den Rand zuerst. Jetzt können wir sogar reingucken. Fledermaus, du nervst ein bisschen. Ah, da haben wir schon mal Wasser. Wir haben ein bisschen Stroh. Ah, da kommen jetzt noch zweimal Stroh hin. Ja, klar. Ja, ich glaube, irgendwie diesmal lässt er sich auch ein bisschen mehr Zeit, der Julef. Jedenfalls Tutorials sollte Julef lieber nicht machen, denn wenn ihr seine Kameraperspektive sehen würdet, wie er immer mit seinem Kopf rumschüttelt, da würdet ihr, glaube ich, schon mit grünem Gesicht vorm Bildschirm sitzen. So ein bisschen was von einem Schiff, ich weiß auch nicht. Haha, runtergefallen. Edbert. Nein, nein, ich mache mich nicht über Julef lustig. Der ist hier der beste Mann. Neben mir. Den Johann kann ich noch nicht einschätzen, ob der auch irgendeine Bedeutung hat.
Gibt es noch ein weiteres Stockwerk oben drauf? Das sieht fast so aus, oder? Ich dachte, da käme vielleicht nur noch ein hohes Dach, oder ist das Deko? Ja, auch das Gebäude. Es ist jetzt nicht ganz so knuffig, aber es ist ja auch ein Funktionsgebäude. Von daher muss das ja auch nicht schön sein, sondern funktionell. Aber wie gesagt, man kann ihm stundenlang zugucken, vor allem wie er ganz hinten steht und vorne baut. Das sind so Sachen, die kann ich leider nicht, ne? Auch wenn ich mich noch so anstrenge, es funktioniert bei mir nicht. So, aber jetzt haben wir genug da rumgestanden. Ist ja auch ein bisschen langweilig auf Dauer. Ich wage mich dann schon mal rein. Sind aber sehr enge Stallungen hier. Ja, ihr seht, das ist der Fortschritt, ne? Da kommen schon die engen Stallungen. Bald sind wir bei der Massentierhaltung. Dann kommt der Tierschutzbund und dann kriegen wir Ärger. Ich sehe es schon kommen. Naja, Hauptsache, das Wasser ist frisch. Und apropos Wasser, was mir so aufgefallen ist, man verliert wirklich nur sehr wenig, wenn man, sag ich mal, sich nicht so sehr bewegt an Hunger und Durstbalken. Also das ist dann doch nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Es sei denn, man ist unterwegs und hat vergessen zu trinken, aber das hatten wir ja auch schon. Hey, Julef. So, jetzt könntest du aber mal ein bisschen Gas geben, denn ich möchte gerne in der Folge fertig werden. Hat sich verletzt. Habe doch gesagt, pass ein bisschen auf. Ja, guck zu mir, guck dir das lieber gar nicht an, was dein Bruder da macht. Er macht wieder ganz schlimme Dinge, der ist schon wieder vom Dach gefallen. Aber das hast du ja bestimmt auch gehört, ne? Spricht sich herum. Denn das da für ein ekliger Schattenwurf da unten drunter? Ah, da müssen wir vielleicht nochmal ran, oder? Was meinst du? Sollen wir das so lasten? Das sieht irgendwie komisch aus. Wobei spawnen kann der ja nichts mit einem Block Höhe. Na, mal gucken. Wenn es denn dann mal fertig ist. Aber das sieht jetzt schon hier verdammt nach Dachkonstruktion aus. Sicherheitshalber baut Julef das jetzt auch von unten. Ich habe ihm gesagt, du kannst nicht immer vom Dach springen. Das ist auf Dauer nicht gut. Vor allem geht das so auf die Knie. Und gerade im höheren Alter muss man ein bisschen auf die Knie aufpassen. Gell? Macht er wieder Dinge, die ich nicht sehen kann. Zap. Na, sind wir durch? Nee. Aber finster hier. Ich will nicht im Weg stehen. Nein, nein, nein. Mach du mit deiner Telekinese ruhig weiter. Ja, ich gehe ja schon. Ist ja gut. Ja, der Meister möchte bei der Arbeit einfach nicht gestört werden. Bist du jetzt fertig? Nee. Ah, die Falltüren. Die sind irgendwie wichtig für diese Häuser. Falltüren. Was ist eigentlich da? Eigentlich Ton? Der orangener Ton. Ah ja, die Knöpfe, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das ist ja. Eine Tür haben wir wenigstens auch schon. Aber jetzt dreht er aber nochmal durch. Das Schild ist dran. Foxy ist faul. Montag bis Samstag, von 5 Uhr morgens bis 11. Okay, der arbeitet nur 6 Stunden. Aha. Eine Teilzeitstelle. Vor allem 5 Uhr morgens, finde ich, ist eine gute Zeit. Der weiß nämlich genau, dass ich vor 6:30 Uhr gar nicht aufstehen kann. Das heißt, er kann 1,5 Stunden immer Pause machen, obwohl er offiziell hier arbeiten sollte. So ein Schluri aber auch. Er hängt noch ein paar Rahmen auf. Jetzt
dürfte jetzt nicht mehr lange dauern, dann werden wir auch den Foxy sehen. Offensichtlich ist Juli fer Juli. Julif. Mit seinem Namen habe ich es irgendwie. Ist fertig. Da ist sie ja. Ashley. Hallo Ashley. Grüß dich. Ja, ich weiß, du hast keine Öffnungszeit. Ich liebe diesen Ort. Ist er nicht wunderschön? Mr. Fox? Mr. Fox? Ich heiße nicht Fox. Ich hoffe, ich schaffe es, dass du hier länger bleibst. Oh, hallo. Ich habe dich nicht gesehen. Ach, sie redet mit dem Herrn Fox. Okay. Ich habe dich nicht gesehen. Willkommen in meinem Poultry Farm. Mein Name ist Ashley. Möchtest du wissen, wie man auf Hühner aufpassen kann? Ja, würde ich super gerne wissen, aber weißt du, ich muss schlafen. Es wird nämlich dunkel, glaube ich. So langsam und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Deswegen schlafen wir einfach mal und ich komme dann am Mittwoch wieder, da hast du ja auf und dann zeigst du mir mal, wie man mit den Hühnern so spielt. Gute Nacht. So, aber am letzten Sommertag werde ich auch nochmal gießen. Weiß zwar nicht, ob das nochmal was bringt, aber ja, vielleicht noch eine Ernte. Weil ich fürchte, morgen ist Herbst. Und zwar genau morgen. So, jetzt kannst du mir was über Hühner erzählen. Chat? Genau. So, wie passt man denn auf die Hühner auf? Also. Ach, du weißt das nicht. Nun, dann starten wir am Anfang. Du musst deine Hühner füttern. Wenn nicht, werden sie krank und produzieren nichts für dich. Du kannst Hühner füttern, indem mit der Hand oder mit einem Feeding Tray, mit einem Futterkanal. Hühner brauchen genauso wie wir ein bisschen Liebe. Um einem Huhn Liebe zu zeigen, nimm es hoch jeden Tag. Du kannst Hühner aufnehmen, wenn du mit der rechten Maustaste draufdrückst. Die lieben das. Einfach nur rechtsklicken auf den Boden, um sie wieder abzusetzen. Und wenn du sie bei Hand fütterst, dann sind sie auch ein bisschen glücklicher. Und ein glückliches Huhn produziert größere und bessere Eier. Hier ist ein bisschen Futter. Kannst du damit mal die Hühner füttern und denen ein bisschen Liebe zeigen? Komm dann wieder zurück zu mir. So, jetzt gucken wir uns das Zeug erstmal an. Was haben wir jetzt hier? Hühnerfutter. Chicken Feed. Okay. Ja, hallo? Mir ist ein Huhn entkommen. Ist das schlimm? Huhn? Ha, ich hab's getroffen. Hab mir einfach mal das Futter auf den Kopf gehauen. Na, willst du noch mehr? Jetzt haben wir das Huhn aufgenommen und lustigerweise, ihr seht es vielleicht schon, trägt man das Huhn auf den Kopf. Also so sozusagen. Ja, das hält schön warm. Und vielleicht brütet es ja noch irgendwas aus meinem Schädel aus. Dumm. Kann ich mit dir eigentlich durch die Tür oder tut dir das weh? Ich will das jetzt gar nicht ausprobieren. Gehst du mal wieder da rein? Da rein? Sollten die da drin bleiben? Weiß das jemand? So, hier sind schon ein paar Eier drin, aber nur kleine. Komm doch mal da rein, Huhn. Das wäre mir irgendwie viel lieber, wenn du da nicht draußen rumlaufen würdest. Willst du noch mal was essen? Nee, jetzt ist es satt. Guck mal, ich setze dich noch mal auf meinen Kopf. Ja, das ist gut. Ein Stück noch? Nee, andersrum. Hier zu mir, zu mir, zu. Ach, Huhn. Nun ja, ich werde jetzt noch versuchen, das Huhn zu zähmen. Das sieht ja ein bisschen wild aus. Und wie das dann weitergeht mit Foxys Faul und der Hühnerzucht, ja, das seht ihr dann in der nächsten Folge am morgigen Tag. Bis dahin, sage ich Tschüss, macht's gut und bis morgen.